Wir sind gerade in Schwerte. Hier hat die Tarifkommission heute stattgefunden und wo beschlossen worden ist, dass wir das Angebot des Arbeitgebers so auf keinen Fall annehmen werden und die Warnstreiks jetzt starten, wenn denn die Friedenspflicht um ist. Ja, die Arbeitgeber bieten 2,3%, wobei es ja nicht richtig ist. Sie bieten ja die ersten 2 Monate null an und dann eine Laufzeit von 11 Monaten, also insgesamt 13 Monate. Wenn man das runterrechnet, kommen wir unter 2% und das ist einfach inakzeptabel. Dieses Angebot wurde als Unverschämtheit empfunden, weil dieses Angebot ist ja eine dreifache Nullnummer. Null mehr Geld im Mai, null mehr Geld im Juni. Und wenn man das dann auf 13 Monate die 2,3% hochrechnet, ist das unter 2%. Das heißt, weniger als die Inflationsrate, das ist die dritte Null, null im Portemonnaie. Und so ist es auch aufgenommen worden, eine Unverschämtheit, und es ist abgelehnt worden. Die Kaufkraft muss weiter angekurbelt werden, weil es hilft zum einen dem Kollegen natürlich selber, der sich was leisten kann, zum anderen aber auch allen anderen, weil wir ja auch Dinge kaufen, die zum Beispiel in Spanien oder in anderen Ländern von Europa gefertigt werden. Und somit unterstützen wir auch die Kolleginnen und Kollegen, denen es im Moment nicht so gut geht. Und die Arbeitsplätze sichern wir damit ab. Ja, ich glaube, insgesamt, wenn man sieht, die Wirtschaftslage ist ja doch nicht so schlecht, wie sie teilweise auch in den Medien verbreitet wird. Wir sehen halt auch bei uns im Betrieb, noch läuft's oder es läuft ganz gut. Und die Kollegen haben ihren Beitrag dazu geleistet und von daher haben sie doch verdient, ein paar Euros mehr zu kriegen. Also ich rate allen, damit wir da auch uns durchsetzen, dass wir uns jetzt bewegen müssen. Wir müssen auf die Straße, müssen dem Arbeitgeber sagen, so nicht mit uns. Auch das Thema Differenzierung, was Sie angesprochen haben, was in den Betrieben noch mit den Betriebsräten dann diskutiert werden soll, wo wir uns dann auch nicht wehren können. Wir haben dann nicht die Möglichkeit zu streiken oder so. Das auf keinen Fall. Und das müssen wir den Arbeitgebern deutlich zeigen, indem wir Präsenz zeigen und da sind bei den Warnstreiks. Der Arbeitgeber hat mit diesem Angebot Warnstreiks provoziert. Wer 0 Monate für gute Arbeit anbietet, der provoziert. Wer Differenzierungen haben will, auf betrieblicher Ebene, das heißt eine zweite Tarifrunde ohne Waffen, die wir nutzen können, der provoziert. Und wenn ein Arbeitgeberpräsident im Vorfeld einer Tarifrunde schon sagt, diese Tarifrunde wird wohl nur mit Warnstreiks auskommen, der provoziert uns. Und wer uns provoziert, muss mit der Antwort rechnen. Da gibt es einen Spruch aus NRW, jeder bekommt das, was er braucht. Wenn die Arbeitgeber Warnstreiks brauchen, wir können das. Jetzt ist es auch die Zeit, Ja zu sagen zur IG Metall. Wir brauchen jeden, der uns jetzt bei den Warnstreiks unterstützt. Werdet Mitglied, weil ich glaube, wir haben die besseren Argumente und wir brauchen jetzt die Unterstützung von allen, auch von denen, die noch nicht Mitglied sind. Werdet es jetzt.